Das zweite Gedicht, mit dem ich das, was mit Kafka, Weil, Wittgenstein, nun aber auch mit Katharina Regina von Greiffenberg und auch Hannah Arendt deutlich wurde, die Konstellation, die mystische Perspektive als existenzielles, grundlegendes menschliches Motiv, aber auch als Grundmotiv einer Überlieferung, einer möglichen Überlieferung in der pluralen Moderne. Das zweite Gedicht ist von Friedrich Hölderlin, das ich Ihnen vortragen möchte, kurz erläutern oder kommentieren oder deuten und dann wiederholen möchte. Ermunterung. Echo des Himmels, heiliges Herz, warum verstummst du unter den Lebenden? Schläfst Freies von den Götterlosen, ewig hinab in die Nacht verwiesen? Wacht denn wie vormals nimmer des Äthers Licht, und blüht die alte Mutter die Erde nicht, und übt der Geist nicht da und dort nicht, lächelnd die Liebe das Recht noch immer? Nur du nicht mehr, doch mahnen die himmlischen, und Stille bildend weht wie ein Kahlgefild der Otem der Natur dich an, der alles erheiternde, seelenvolle. Beim Jova bald singen die Haine nicht des Lebens Lob allein, denn es ist die Zeit, dass aus der Menschenmunde sie, die schönere Seele, sich neu gestaltet. Dann Liebender im Bunde mit Sterblichen, das Element sich bildet und dann erst reich bei frommer Kinder Dank der Erde, Brust, die Unendliche sich entfaltet. Und unsere Tage wieder wie Blumen sind, wo sie des Himmels Sonne sich ausgeteilt, im stillen Wechsel sieht und wieder froh in den Frohen das Licht sich findet. Und er, der sprachlos waltet und unbekannt, Zukünftiges bereitet der Gott, der Geist, im Menschenwort am schönen Tage kommenden Jahren wie einst sich ausspricht. Ja, auch hier, wie auch in der ersten Zeile des Gedichts von Katharina Regina von Greiffenberg, das Motiv der Syngenie, der Syngenia, der Resonanz von Innerstem und Äußerem, Echo des Himmels, heiliges Herz. Dieses alte Motiv, auch bereits in der Antike, in eigentlich allen mystischen Strömungen, wie auch Simone Weil sagte, in den verwandten mystischen Strömungen, in allen Facetten der religiösen Ausprägung und der religiös-philosophischen Ausprägung, denn wir werden gleich sehen, auch in der griechischen, in der hellenischen Philosophie, bereits in der Vorsokratik taucht dieses Resonanzmotiv auf, aber auch in der Poetik, in der Poesie, wie hier bei Hölderlin, bei Kafka, zitternd über dem zitternden Boden. So auch hier bei Hölderlin, Echo des Himmels, heiliges Herz. Warum verstummst du unter den Lebenden? Dieses Verstummen unter den Lebenden, das ist natürlich das, was die drei Freunde im Tübinger Stift, die Kommilitonen Hegel, Schelling, Hölderlin, schon wahrgenommen haben, schon in dieser frühen Zeit den Bedeutungsverlust der großen
Traditionen, auch der religiösen Traditionen und damit auch den Verlust dieser Musikalität. Es ist ja nicht nur ein Verlust des Obskurantischen, des politisch Gewaltsamen, des Bedrängenden. Also es sind nicht nur die Errungenschaften der Moderne, die in dem Aufbrechen des Geistes, dem Zugewinn der Pluralität, der Individualität liegen, sondern auch der Verlust dieser Musikalität, die natürlich auch ein Teil dieser im Nebengeleis auch libertären Traditionen waren. Und von daher auch eine Sorge, auch eine des Verlusts eines Horizonts. Möchte ja das Schlagwort von der metaphysischen Heimatlosigkeit, das klingt hier ein bisschen zu platt, aber ein Verlust des Horizonts, das bedeutet vielmehr auch für Hölderlin nicht nur auch ein Verlust von einer Kultur, einer Musikalität, sondern einer grundlegenden menschlichen Orientierung. Die Religionen verlieren sich wie die Menschen, wie Franz Kafka notierte. Das ist ein Blick dafür, dass mit dem Zugewinn in der Moderne, und das betrifft ja nun hier auch unser Thema der Überlieferung, und mit den Errungenschaften, mit den Fortschritten, mit den Entwicklungen der Pluralität, der Individualität, aber auch dieser Verlust einer Musikalität, eines Horizonts einhergeht. Auch die Formen der Übung, auch der Askesis, diese Gefühlsmöglichkeit, die jedem Menschen innewohnt, verstärkt, bestärkt, auch in dem Wechsel, in dem methodischen Wechsel, wie bei Simone Weil besonders beschrieben, zwischen Kontemplation und dem Verstand, den Möglichkeiten der Sprache. Und nun eben auch das idealistische Manifest gemeinsam verfasst von Hölderlin, Hegel, Schelling in der Handschrift Hegels überliefert. Franz Rosenzweig hat ja diese Schrift aufgefunden während seiner Arbeit über Hegel, die, wie ich meine, zu Recht und auch in einer ganz wichtigen Position durchaus kritisch gegenüber dem Hegelianismus, gegenüber Hegel, sich dann immer mehr entwickelte, diese Arbeit von Franz Rosenzweig. Aber auch in diesem idealistischen Manifest wurde deutlich, dass schon diesen dreien in dieser frühen Zeit der Säkularisation, der Laisierung klar wurde, es muss irgendwie doch dieser wertvolle Resonanz, diese Musikalität muss irgendwie in einer neuen Form wieder ausgebildet werden oder der Zeit entsprechend, der Pluralität entsprechend neu kultiviert werden. Das ist auch sozusagen der Inhalt des idealistischen Manifests, vor allen Dingen aber auch der späteren Schrift Hölderlins des Hyperion. Das wird auch in den Vorworten deutlich. Echo des Himmels, heiliges Herz, warum verstummst du unter den Lebenden? Schläfst Freies von den Götterlosen, ewig hinab in die Nacht verwiesen? Das Freie ist diese menschliche Fähigkeit, die mystische Perspektive, ewig hinab in die Nacht verwiesen. Und dann in der zweiten Strophe, könnte man sagen, dekliniert Hölderlin die religiösen Epochen durch. Wacht denn wie vormals nimmer des Äthers Licht? Also man könnte sagen, wo diese tiefe, wie sagt Simone Weil, die Übersetzung der Offenbarung in verschiedene Sprachen, also diese Intuition des Menschen, sich auch in verschiedenen Bildformen oder Bildzuweisungen kultiviert hat. Und das dekliniert nun als religiöse Epochen Hölderlin hier durch. Die Sonnenreligion, vielleicht schon auch die ägyptischen Quellen, wacht denn wie vormals nimmer des Äthers Licht.
Blüht die alte Mutter die Erde nicht, die ktonischen Formen, die matriarchalischen oder matrilinearen religiösen Formen der Erdverbundenheit, der ktonischen Zuweisung, übt denn nicht der Geist, wie immer, übt, Moment, jetzt muss ich mich kurz erinnern, wacht denn wie vormals immer des Äthers Licht, blüht denn die alte Mutter die Erde nicht, übt der Geist nicht da und dort nicht. Die hellenische Philosophie, die immer auch oder in weiten Teilen bis auf den Aristotelismus vielleicht eine religiöse Beiklang hatte, auch im Platonismus, im Neuplatonismus. Und übt der Geist nicht da und dort nicht, lächelnd die Liebe das Recht noch immer. Als letzte Epoche die christliche Liebesreligion, die ja eigentlich auch nicht zu trennen ist von der jüdischen Tradition, wie das auch zu Recht Nietzsche gesehen hat, in eher kritischem, aber doch richtiger Hinweis, die Liebesreligion, das, was sich etwa in der Bergpredigt auch als für viele übersteigertes Liebesgebot zeigt, in dem Rabbi Joshua, er hatte sich ja in der rabbinischen Literatur schon seit 3, 4 Jahrhunderten vorbereitet, auch übrigens im lebendigen Dialog mit der hellenischen Kultur, die ja in der Levante seit über 3 Jahrhunderten sehr präsent war, besonders auch im gelehrten Judentum. Wacht denn die Liebe, übt der Geist nicht da und dort nicht, lächelnd die Liebe das Recht noch immer. Und dann nur du nicht mehr, doch mahnen die himmlischen und Stille bildend weht, wie ein kahl gefällt, der Otem der Natur dich an, der alles erheiternde, seelenvolle. Stille bildend weht, wie ein kahl gefällt. Das alte Wissen darum, dass diese Resonanz immer wirksam ist, im Menschlichen und allerdings natürlich auch in besonderen Situationen, auch in einer Konzentration, auch in einer Stille, besonders erfahren werden kann. In einer Stille, das entspricht vielleicht auch dem Im Warten bei Simone Weil oder etwa diesem Stück von Franz Kafka. Es ist nicht notwendig, dass du aus dem Hause gehst, bleib bei deinem Tisch und horche, horche nicht einmal, warte nur, warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbieten wird sich dir die Welt zur Entlarvung, sie kann nicht anders, entzückt wird sie sich vor dir wenden. Das also liegt ja auch in dem Stille bildend weht, wie ein kahl gefällt der Otem der Natur dich an. Also eine grundlegende Quelle der jüdischen, der christlichen, islamischen Mystik in der jüdischen Prophetie bei Jesaja weist schon auf diese, zumindest schon auf den unfassbaren Gott hin, für wahr, du bist, so heißt es bei Jesaja, für wahr, du bist ein unerfassbarer Gott, du Gott Israels. Und auch bei Eliyahu, dem Propheten, dann die Erfahrung dieses Göttlichen, auch direkt mit einem sehr existenziellen Hinweis, was willst du, Eliyahu, der Anruf Gottes aus der Stille heraus? Nachdem ein Riesengetöse geschildert wurde, ein Erdbeben, ein Feuer, das alles aber war, darin war Gott nicht zu erfahren, aber in der Stille darauf erhält Eliyahu diesen existenziellen Anruf. Was willst du, Eliyahu? Da liegen schon die Quellen dieser universalen, mystischen Kulturströmung, die wir auch in der hellenischen Philosophie dann mit Xenophanes im letzten Beitrag beschrieben finden. Nur du nicht mehr, jetzt muss ich mich ganz kurz erinnern, nur du nicht mehr, du und du nicht mehr, doch Stille bildend weht, wie ein kahl gefällt
der Otem der Natur dich an, der alles erheiternde, seelenvolle. Beim Jova bald, bald singen die Haine nicht, des Lebens Lob allein, denn es ist die Zeit, dass aus der Menschenmunde sie, die schönere Seele, sich neu verkündet. Und hier deutet sich etwas an, das Anliegen, was schon bei den drei Freunden in dem idealistischen Manifest Eingang gefunden hat, hat Hölderlin sein Leben lang bestimmt. Das, was hier unser Kern oder Grundthema ist, die Frage nach einer Ausprägung einer neuen Kultur der Überlieferung, einer neuen Kabbalah, einer neuen Geheimlehre, wie Kafka sagt. Das ist bei Hölderlin auch im Gedicht Patmos immer wieder, taucht das auf. Die Aufgabe des Menschen, hier gewissermaßen die Kraft, diese Kraft der Natur, das stille Bildende aufzunehmen, zu verstärken mit seinen Mitteln, mit der Sprache, mit den Künsten. Dann Lee und dann in der folgenden Strophe taucht etwas auf, was auch bei Katharina von Greifenberg schon deutlich war, so etwas wie eine aus dieser Aufgabe, dieser menschlichen Aufgabe, eine Entwicklung, aber eben nicht nur eine kulturelle Entwicklung, weil diese Resonanz ist ja substanziell. Das heißt, diese Entwicklung, die reicht bis ins Substanzielle, bis in die lebensweltlichen, physischen Strukturen des Seins. Das ist eigentlich gar kein so abwegiger Gedanke, wenn wir bedenken, wie stark die menschliche Kultur, das menschliche Tun, das aus dieser Kultur dahin oder dorthin erwächst, die Lebenswelt prägt, vielleicht sogar in einem dramatischen Ausmaß, wie uns gerade in diesen Zeiten hoffentlich bewusst wird. Und das ist auch ein Thema der jüdischen Kabbalah, des Tzimtzum, auch von Hans Jonas beschrieben. Und das schildert nun Hölderlin in der kommenden Strophe. Dann Liebender im Bunde mit Menschlichen, dann Liebender im Bunde mit, das Element sich bildet und dann erst reich, bei frommer Kinder Dank, der Erde Brust, die Unendliche sich entfaltet. Dann Liebender im Bunde mit Menschlichen, das Element sich gestaltet, und dann erst reich bei frommer Kinder Dank, der Erde Brust, die Unendliche sich gestaltet. Und in einer folgenden Strophe, dann der folgende Strophe, dann diese Verheißung, dann und unsere Tage wieder wie Blumen sind, wo sie des Himmels Sonne sich ausgeteilt, im stillen Wechsel sieht und wieder froh in den Frohen das Licht sich findet. Also durchaus das, was für Hölderlin in der Perspektive seiner exzentrischen Bahn steht, sowohl bei jeder einzelnen Existenz als Möglichkeit, in dieses eine zurückzukehren oder dieses eine in sich zu wecken, vielleicht auch gemäß dem Satz, die Intelligenz muss nichts finden, sie muss den Weg freiräumen, von Simone Weil, aber auch in Betracht dann zugleich auch einer Überlieferung einer allgemeinmenschlichen Entwicklung. Und dann die letzte Strophe. Und er, der sprachlos waltet und unbekannt, Zukünftiges bereitet, der Gott, der Geist, im Menschenwort am schönen Tage, kommenden Jahren wie einst sich ausspricht. Mit dem und er taucht hier vielleicht erstmal doch wieder ein männliches Götterbild auf, aber es ist ja eigentlich in diesem Paradox der Unerkennbarkeit verschwindet ja auch diese Geschlechterzuordnung gleich wieder. Aber der Hinweis auf die menschliche Aufgabe, auf die Sprache, die menschliche Kultur, diese Resonanz, die immer da ist, auch im Sinne des Worts von Kafka,
Nur unser Zeitbegriff lässt uns das jüngste Gericht so nennen. Eigentlich ist das ein Standrecht. Also diese Resonanz ist auch die ständige Gerechtigkeit sozusagen Gottes, die ständig präsent ist und nicht wie in irgendwelchen teleologischen, hegelianischen, marxistischen, faschistischen, aber auch christlichen Eschatologien, wo irgendeine Verheißung am Ende der Zeiten ist und das gegenwärtige Leben, jeder einzelne Mensch ist sozusagen ein Mittel, ein Zweck, ein entwürdigter Zweck, ein würdeloser Zweck unter Umständen, unter vielen Umständen eines solchen fernen geschichtlichen Ziels. Nein, jeder Einzelne in jedem Augenblick, wie Kafka das auch in seiner Programmatik für eine Überlieferung beschrieben hat, ist dieser Punkt, dieser Moment, der Augenblick, wo sich alles entscheidet, in die der Mensch aber auch jederzeit eintreten kann. Das ist diese erstaunliche Konklusion von unermesslicher Verantwortung und unermesslicher Teilhabe. Und nun nochmal zum Ende das Gedicht. Echo des Himmels, heiliges Herz, warum verstummst du unter den Lebenden? Schläfst Freies von den Götterlosen, ewig hinab in die Nacht verwiesen? Wacht denn wie vormals nimmer des Äthers Licht, und blüht die alte Mutter die Erde nicht, und übt der Geist nicht da und dort, nicht lächelnd die Liebe das Recht noch immer? Nur du nicht mehr, doch mahnen die Himmlischen, und Stille bildend weht, wie ein kahl Gefild, der Otem der Natur dich an, der alles erheiternde, seelenvolle. Beim Jova bald singen die Haine nicht, des Lebens Lob allein, denn es ist die Zeit, dass aus der Menschenmunde sie, die schönere Seele, sich neu verkündet. Dann Liebender im Bunde mit Sterblichen, das Element sich bildet und dann erst reich, bei frommer Kinder Dank der Erde, Brust, die Unendliche sich entfaltet. Und unsere Tage wieder wie Blumen sind, wo sie des Himmels Sonne sich ausgeteilt, im stillen Wechsel sieht und wieder froh in den Frohen das Licht sich findet. Und er, der sprachlos waltet und unbekannt, Zukünftiges bereitet, der Gott, der Geist, im Menschenwort am schönen Tage kommenden Jahren wie einst sich ausspricht. Im nächsten Video dann das, was ich auch schon eben angedeutet habe, eine sehr alte Stimme, eine 2400 Jahre alte Stimme, Xenophanes von Kolophon, ein eher unbekannter in der Reihe der Vorsokratiker, mit dem, so kann man sagen, mit dem Aufbruch auf die Bühne des freien Geistes in der Vorsokratik zugleich auch diese mystische Perspektive, die ein Teil ist dieses Versuchs, eine Überlieferung in der Moderne als Möglichkeit aufzuweisen, wo also diese Perspektive erstmals ausdrücklich wurde. Gerne möchte ich Sie dafür einladen oder dazu interessieren, in etwa einer Woche dann das Video mit einer Elegie, also auch nochmal einem poetischen Text, einem 2400 Jahre alten poetischen Text von Xenophanes von Kolophon. Vielen Dank bis hierhin und alles Gute. Tschüss. Thank you.